Hallo und herzlich willkommen hier bei 1000 Nistkästen für Dresden. Mein Name ist Jan Erik, ich bin der Vorsitzende des Nistkästen für Dresden e.V. Ich bin Erzieher, Natur- und Umweltpädagoge und Initiator dieser Crowdfunding-Kampagne. Ich freue mich, dass du deinen Weg hier zu uns gefunden hast und ich möchte dir jetzt ein bisschen über unser Projekt erzählen. Ganz kurz zu unserem Verein. Nistkästen für Dresden gibt es mittlerweile seit knapp 2 Jahren. Wir haben in der Zeit etwa 50 Nistkästen in Dresden angebracht und möchten im nächsten Jahr unsere Ziele ein bisschen höher stecken und in den nächsten 7 Jahren zusammen mit der Dresdner Wirtschaft die Initiative 1000 Nistkästen für Dresden ins Leben rufen. Ja. Das Ziel und der Name sind selbsterklärend, 1000 Nistkästen, das ist eine ganze Menge. In 7 Jahren hätten wir sonst so 175 Nistkästen allein aus eigener Kraft und Spenden finanziert und wir dachten uns, hey, es wird Zeit für ein größeres Ziel und das ist es. 1000 Nistkästen in 7 Jahren gemeinsam mit der Dresdner Wirtschaft, ein klares Statement, mehr erreichen in der Gemeinschaft. Das möchten wir. Aber wir haben nicht nur die Kampagne 1000 Nistkästen für Dresden, sondern diese Crowdfunding-Kampagne und generell unser Projekt kann als Doppelprojekt angesehen werden, denn im Hintergrund steht noch das Projekt Spatzennest – Naturpädagogik für Dresdner Kitas. Es ist quasi eine Kofinanzierung. Während der öffentliche medienwirksame Part, die 1000 Nistkästen für Dresden, in Kooperation mit der Dresdner Wirtschaft vor allem die Nistkästen finanzieren soll, die Anbringung und Pflege finanzieren soll, möchten wir im Hintergrund natürlich auch natur- und umweltpädagogisch tätig werden und Nistkästen, die nicht direkt durch Unternehmen angebracht werden können, für Kindertageseinrichtungen, für soziale Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, wie zum Beispiel auch Schulen, zur Verfügung stellen. Die Nistkästen kommen nicht alleine, sondern wir haben im Hintergrund schon eine sehr hübsche Broschüre angefertigt. Die Basisbroschüre beinhaltet 10 Steckbriefe über die gängigsten Vogelarten, Ausmalbilder und für die Pädagoginnen und Pädagoginnen Material für die tägliche Arbeit. Diese Pakete können von Kindertageseinrichtungen kostenlos bei uns bestellt werden oder sich dafür angemeldet werden, je nach Kapazität und Umfang, was wir auf Lager haben. Und die Kinderchen können so spielerisch lernen, wie wichtig und bedeutsam es doch ist, etwas für die Natur zu tun. Wir hoffen, ihr unterstützt unser Projekt. Ihr könnt mit einem kleinen Beitrag uns natürlich unterstützen und wir freuen uns sehr. Wir haben aber auch schöne Prämienpakete, zum Beispiel unser Postkartenset, was wir im letzten Jahr angefertigt haben. Ich werde euch im Anschluss des Videos mal die Prämie noch ein bisschen vorstellen. Wir haben auch das Paket mit unserem aktuellen Vogelkalender, unsere bunte Vogelwelt 2023, das zusammen mit dem Postkartenpaket kommt für 25 Euro. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns mit einer Patenschaft unterstützt. Das heißt für jede Nistkastenpatenschaft, die ihr auswählt und finanziert, werdet ihr Pate oder Patin für einen eigenen Nistkasten. Ihr bekommt eine Plakette, ihr bekommt eine Urkunde, ihr werdet namentlich genannt und habt direkt die Möglichkeit, etwas Gutes für die Natur zu tun. Ansonsten haben wir auch noch etwas höherwertige Pakete. Ihr könnt das Sparpaket nehmen, 2 Patenschaften für einen etwas reduzierten Preis. Ihr könnt uns mit einer etwas größeren Summe ab 70 Euro unterstützen und landet in unserer Werkstatt und auf unserer Internetseite auf unserer Spendenwand. Oder ihr habt eine eigene Firma. Ihr habt eine Firma, die sich gerne engagieren möchte. Dann hätten wir auch noch 2 Plätze als Sponsoren für unser Projekt Spatzennest zur Verfügung. Weitere Informationen seht ihr unten. Ich kann euch jetzt nur für euer Interesse danken. Ich wünsche dir und deiner Familie eine schöne Weihnachtszeit. Wir freuen uns über jede Hilfe und wir verabschieden uns. Euch alles Gute. Bleibt einen Moment dran, dann zeige ich euch noch unseren Kalender und unsere Postkarten und die Patenschaftsurkunde. Bis dahin. Tschüss.
So ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier als erstes unsere Patenschaftsurkunde. Ich halte sie mal ein bisschen ins Bild. Diese Urkunde bekommt von uns jeder Pate. Euer Name ist da drauf natürlich abgebildet. Der Standort eures Nistkastens. Wie lange eure Patenschaft dauert. Die genauen GPS-Koordinaten, dass wenn ihr den Nistkasten besuchen möchtet, diesen auch findet. Das Modell mit Lochgröße ist hier vermerkt. Das heißt, ihr wisst auch, was ihr für einen Nistkasten habt und für welche Vogelarten der geeignet ist, wann der angebracht wurde und natürlich die Kennung. Jeder unserer Nistkästen bekommt eine einzigartige Kennung. Das wird dokumentiert, ganz analog in Papierform, aber auch bei uns auf der Internetseite. Die Patenschaft bekommt ihr bei uns in limitierter Stückzahl. So, dann haben wir noch unser Postkartenset. Wundert euch nicht, unten steht das Postkartenquartett. Wir legen noch eine fünfte Postkarte drauf. Wir haben einmal unseren Star. Wir haben den Goldfasan. Wir haben hier unsere wunderhübsche Meise. Unseren Uhu, den leicht streng schauenden. Und als kleines Dankeschön obendrauf unsere aktuelle Winterpostkarte. Wir haben noch ein paar Restbestände. Wir würden euch zu einer Patenschaft, wenn ihr Kinder habt oder das als Geschenk für ein Kind in Erwägung zieht, noch das Kinderbuch Harald ist anders von Ines Schmidt obendrauf packen. Das bekommt ihr auch überall im Buchhandel. Ihr könnt euch also anschauen, worum es geht. Noch die Rezension durchlesen. Ja, und jetzt schaue ich noch mal ganz schnell, ob ich den Kalender finde oder ob ich den zu Hause abliegen lasse. So, irgendetwas geht immer schief. Ich habe den Kalender tatsächlich liegen lassen, habe den jetzt nicht mit dabei. Aber unten im Galeriebild seht ihr alle Motive. Der Kalender ist ein ganz klassischer Fotokalender, kommt in A4. Schön hochwertiger Druck. Und ja. Ich verabschiede mich, euch alles Gute und wir hören und sehen voneinander. Bis dahin.